jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Die befürchtete Eskalation zwischen Iran und Israel begann heute damit, dass iranische Marineeinheiten ein Containerschiff kaperten, das einem israelischen Unternehmer gehören soll. Dabei blieb es aber nicht. Jetzt am Abend, vor einer guten halben Stunde, folgt die nächste Eskalationsstufe. Iran hat einen Drohnenangriff auf Israel gestartet. Das ist ein nie dagewesener direkter Luftangriff von iranischem Boden auf israelisches Territorium. Die USA hatten Teheran davor gewarnt. Präsident Biden kehrte von einem Wochenendurlaub vorzeitig nach Washington zurück. Auch in anderen westlichen Hauptstädten, auch in Berlin, tagen Krisenstäbe. In Israel herrscht höchste Alarmstufe. Anne Brühl berichtet. Es ist die Nachricht, die viele hier befürchtet hatten. Iranische Drohnen im Anflug auf Israel. Das bestätigt am späten Abend das Militär. Iran hat unbemannte Drohnen Richtung Israel geschickt. Wir beobachten die Bedrohung in der Luft. Es wird einige Stunden dauern, bis die Drohnen Israel erreichen. Der Tag hatte schon schlecht begonnen. Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden entern ein Containerschiff im Persischen Golf. Es gebe Verbindungen zu Israel, sagt Iran, in dessen Gewässern das Schiff geschleppt wird. Iran ist ein Terrorstaat. Die Welt sieht das gerade mehr als sonst. Wir sind entschlossen, unsere Bürger gegen diesen Terror zu verteidigen. Und wir werden wissen, wie wir darauf antworten. Am Abend trifft sich der Verteidigungsminister mit dem Oberbefehlshaber der Armee und wichtigen Beratern. Israel bereitet sich auf einen Angriff aus Iran vor. Regierungschef Netanyahu gibt sich entschlossen. Ich habe einen klaren Grundsatz aufgestellt. Wer uns verletzt, dem tun wir auch weh. Wir werden uns vor jeder Bedrohung schützen, mit Kühle und Entschlossenheit. Es wäre eine nie dagewesene Eskalation. Seit dem Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus und dem Tod ranghoher Führer der Revolutionsgarden nehmen die Spannungen zwischen beiden Ländern zu. Regierungschef Netanyahu betont immer wieder, man sei auf jedes Szenario vorbereitet. Und er bekommt Unterstützung aus den USA. Seit Donnerstag ist der Oberbefehlshaber der US-Truppen im Nahen Osten in Israel. Das Signal ist klar, die USA stehen fest an der Seite Israels. Lasst es, sagt US-Präsident Biden knapp, als er nach seiner Botschaft an Iran gefragt wird. Und fügt hinzu: Wir widmen uns der Verteidigung von Israel. Wir werden Israel unterstützen. Wir werden helfen, Israel zu verteidigen. Und Iran wird nicht erfolgreich sein. Es sind bemerkenswerte Töne, denn wenn es um die humanitäre Situation in Gaza geht, hatten die USA zuletzt nicht mit Kritik zurückgehalten. Israel ist vorbereitet. Versammlungen von mehr als 1000 Menschen im Freien sind nicht mehr erlaubt. Die Anti-Regierungsdemo in Tel Aviv ging heute Abend früher zu Ende. Tja, und dann schalten wir zu unseren Korrespondenten in Israel und Iran. Zunächst zu Michael Beberungen in Tel Aviv. Michael, es hieß, es sei ein Drohnenangriff. Solche Drohnen brauchen mehrere Stunden. Jetzt kam eben noch die Meldung vom israelischen Channel 12, dass Iran auch Cruise Missiles auf Israel geschickt hat. Kannst du dazu irgendetwas sagen? Die hätten ja eine viel kürzere Flugzeit. Das ist richtig. Es ist erstmal von einer ersten Welle aus dem Iran die Rede. Die soll in etwa 7 bis 8 Stunden das Land erreichen. Es wird von einer weiteren Welle aus mehreren Ländern, darunter Irak, berichtet. Und es wird inzwischen von einer zweiten Welle von Marschflugkörpern, von Cruise Missiles aus dem Iran berichtet. Die hätten eine deutlich kürzere Flugzeit, ab jetzt circa 1 bis 2 Stunden bis zum Einschlag hier. Die israelischen Streitkräfte, die sagen, sind auf alles vorbereitet. Es gibt bereits, so würde ich es einschätzen, präventive Luftangriffe, massive Angriffe im Libanon auf Hezbollah-Stellungen, um direkt quasi Angriffen von dort zuvorzukommen. Und Israels Premier hat auch ganz deutlich gesagt, Israel ist nicht nur auf die Verteidigung vorbereitet, sondern auch den Angriff. Das heißt, Iran muss mit einem direkten Gegenangriff von Israel rechnen. Das heißt, diese Eskalation ist ab jetzt völlig unberechenbar. Allerdings, dann schalten wir erstmal zu Fülbegar in Teheran. Mit Gegenschlägen ist eventuell zu rechnen. In jedem Fall ist das, was Iran heute getan hat, in der Form noch nie dagewesen.
Ja, und die Revolutionsgarden haben tatsächlich vor wenigen Minuten ein Statement veröffentlicht auf ihren eigenen sozialen Netzwerken, in denen sie gesagt haben, dass sie eben außer den Drohnen auch Raketen auf Israel abgefeuert haben. Zudem hat Ayatollah Khamenei auf seinem X-Account nochmal die Worte wiederholt, dass Israel bestraft werden würde. Das hatte er ja am Mittwoch gesagt und seitdem war sozusagen jeder und alles in Alarmbereitschaft. Der innenpolitische Druck auf ihn war wohl relativ hoch. Die Hardliner hier im Land waren nicht mehr einverstanden mit der strategischen Geduld, wie das hier in Iran immer hieß. Und mit dieser strategischen Geduld scheint es jetzt zu Ende gegangen zu sein. Das wird die Welt aufmerksam beobachten. Und deshalb holen wir jetzt auch noch unsere Korrespondentin in Washington dazu, Claudia Bates. Warte mal eine Sekunde. Ja, Claudia, da bist du. Die USA hatten ja Iran eindringlich davor gewarnt. Wir haben es eben im Bericht auch gehört. Joe Biden hatte gesagt, don't. Ja, genau. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Minuten von der US-Regierung nochmals gehört, dass sie Israel unterstützen wird. Die Frage wird sein, welche Ziele diese Drohnen jetzt ansteuern und gegebenenfalls die Cruise-Missiles, die offenbar gestartet sind, und was dann eben noch hinterherkommt, also wie sich das konkret entwickelt und wie umfassend und auf welche Ziele dieser Angriff aus dem Iran erfolgt. Wir können davon ausgehen, dass da hinter den Kulissen jetzt durchaus die Drähte heiß laufen. Präsident Biden ist aus seinem Wochenendhaus nach Washington zurückgekehrt, berät sich jetzt mit seinem nationalen Sicherheitsteam über die Lage in Israel. Er hatte ja keinen Zweifel daran gelassen, dass die USA eng an der Seite Israels stehen für Israels Verteidigung. Die Warnung don't hat er ausgesprochen und die Militärpräsenz in der Region ist in den letzten Tagen auch noch mal verstärkt worden. Wie dann genau die US-Haltung konkret aussieht, hängt davon auch ab, ob US-Ziele in der Region angegriffen werden, also militärische Infrastruktur oder gar eigene US-Truppen, die in der Region stationiert sind. Klar ist aber bei allem, die US-Regierung hat keinerlei Interesse an einem direkten militärischen Konflikt mit Iran und geht davon aus, dass das umgekehrt genauso ist. Aber sie muss natürlich jetzt reagieren und eine klare Antwort auf diesen Angriff geben und gleichzeitig eben alles tun, um einen Flächenbrand zu verhindern. Ja, das wird ja eigentlich die Hauptaufgabe jetzt der Amerikaner sein, da zu versuchen, in dieser massiven Eskalation, die es so noch nicht gegeben hat, das Ganze noch wenigstens etwas wieder herunterzuschrauben. Weil ein Krieg zwischen Iran und Israel, das ist noch mal etwas anderes als Israel führt Krieg im Gazastreifen. Genau, also wir gehen davon aus, dass im Moment schon hinter den Kulissen miteinander gesprochen wird, zwischen Israel, USA und Iran, wie umfassend dieser Angriff sein kann. Und dann müssen Israel und die USA sehen, wie die Antwort ausfällt. Joe Biden steht zum einen, erwarten die Republikaner eine klare und harte Antwort. Gleichzeitig muss er sehr diplomatisch sein, was seine Partei angeht und der linke Flügel seiner Partei. Also das ist für Joe Biden eine Gratwanderung, darauf zu reagieren. Wir haben schon gehört, er war in den letzten Tagen auch von Netanyahu abgerückt, was die Gaza-Politik angeht. Aber jetzt an dieser Stelle hat er ganz klar gemacht, dass die USA an der Seite Israels stehen werden. Aber wir können sicher davon ausgehen, dass er alles tun wird, um eben einen regionalen Krieg oder sogar darüber hinaus eine Auseinandersetzung zwischen Iran und den USA zu vermeiden. Danke erstmal, Claudia, für diese Einschätzung aus Washington. Wir beobachten die Lage natürlich weiter, machen jetzt aber erstmal in der Sendung mit den Nachrichten weiter, Heinz. Da zunächst zur Ukraine. Präsident Zelensky hat wegen der verstärkten Luftangriffe Russlands in jüngster Zeit mehrfach auf mehr Unterstützung für die Flugabwehr gedrängt. Deutschland liefert nun ein weiteres Patriot-System. Es ist das inzwischen dritte und komme aus Beständen der Bundeswehr, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Zelensky dankte der Bundesregierung und appellierte an andere Länder, dem Beispiel Deutschlands zu folgen. In der australischen Millionenmetropole Sydney hat ein Mann in einem Einkaufszentrum 6 Menschen erstochen. Mehrere wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Angreifer alleine gehandelt haben. Er wurde am Tatort von einer Polizistin erschossen. Sein Motiv ist unklar, die Behörden gehen aber nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.
Nach Angaben der Tafel Deutschland ist mittlerweile rund ein Viertel der Menschen, die zu den Tafeln kommen, im Rentenalter. Sie bezögen geringe Renten oder Grundsicherung, sagte der Vorsitzende des Dachverbands Stepun der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Gang zur Tafel sei für viele eine Möglichkeit, Kosten zu sparen und überhaupt durch den Monat zu kommen. Im Süden der Türkei, nahe Antalya, ist bei einem Seilbahnunglück ein Mensch ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Ein Stützpfeiler war gestern Abend umgeknickt, die Insassen einer Gondel stürzten in die Tiefe. In den anderen Gondeln saßen insgesamt weitere 174 Fahrgäste, sie konnten nach und nach in Sicherheit gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zur Ursache und möglichen Verantwortlichen eingeleitet. Und inmitten all dieser Krisen, jetzt ganz aktuell im Nahen Osten, aber auch Russland, Ukraine, ist Bundeskanzler Scholz heute zu einer dreitägigen Reise nach China aufgebrochen. Begleitet wird er von einigen Ministern und einem Dutzend Wirtschaftsvertretern. Nur um Geschäfte wird es aber wohl nicht gehen. Dazu gibt es zu viele drängende Fragen. Etwa auch nach Chinas Unterstützung für Russland, dessen Rüstungsindustrie aus China jede Menge Material beziehen soll, unter anderem Triebwerke für Drohnen und Raketen. Ein weiteres Konfliktthema ist Chinas Datenspionage, zum Beispiel über die Social-Media-Plattform TikTok, auf der der Bundeskanzler neuerdings aber auch aktiv ist. Mehr dazu von Felix Klauser und Marie Scholl. Das ist Neuland, digitales Neuland für den Besitzer dieser Aktentasche. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, jetzt einer von 21 Millionen deutschen TikTok-Nutzern. Bei seinem Sprecher klingt das Dilemma dieser Entscheidung deutlich durch. Auf sozialen Medien wie TikTok als Bundesregierung aktiv zu sein, bedeutet gerade nicht, sich mit Geschäfts- und Datenschutzpraxis der jeweiligen Unternehmen einverstanden zu erklären. Das jeweilige Unternehmen hat im Fall TikTok einen chinesischen Eigentümer. ByteDance heißt er und er weckt einen Dreiklang der Befürchtungen. Vermeintliche Spionage, Datenabfluss, Desinformation. Jede und jeder, der TikTok benutzt, muss sich im Klaren darüber sein, dass er sich mit der App im Grunde einen Trojaner auf seine Mobilfunk- bzw. Handys und Tablets geladen hat, weil die App natürlich nicht nur die kompletten Kontaktdaten ausliest, sondern sich auch genau anschaut, wo man sich bewegt im TikTok-Bereich, welche Tastatureingaben man macht. In den USA wird ein Verbot von TikTok seit Monaten diskutiert. Es herrscht seltene Einigkeit zwischen Republikanern und Demokraten. Der prominenteste TikTok-Kritiker hierzulande, Roderich Kiesewetter. In China gibt es ein Geheimdienstgesetz, das jede Firma verpflichtet, wenn der Geheimdienst Chinas es will, sämtliche Daten offenzulegen. Und diese Warnung fehlt mir von Seiten der Bundesregierung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser räumt zumindest ein, dass Daten natürlich abfließen können. Verbieten will sie die App aber nicht. Und TikTok bestreitet die Vorwürfe vehement, investiert Milliarden in europäische und amerikanische Server für vermeintlich besseren Datenschutz. Wenn ich chinesische Seite wäre, würde ich es natürlich auch abstreiten. Man muss eben darauf hinweisen, dass wir es gar nicht erst dazu kommen lassen dürfen, dass jemand als solchen kritischen Punkten Einfluss hat. Die Debatte um die Plattform, Sinnbild des Systemstreits zwischen China und dem Westen, den USA. Deren Digitaldominanz erstmal Geschichte. Das Ringen um digitale Vorherrschaft findet zwischen beiden Großmächten gerade statt. Es geht durchaus auch darum, international die Meinung mitzugestalten. Es geht aber vor allem für die chinesische Führung darum, Kontrolle zu erhalten. Politisch dominiert auf TikTok bislang die AfD. Ein Zufall, dass Scholz' Entscheidung für die Plattform ausgerechnet in diesem Superwahljahr fällt? TikTok bleibt ein digitaler Drahtseilakt für das Kanzleramt, das den Kanzler-Account von einem nur für TikTok genutzten Smartphone bespielt, aus Sicherheitsgründen. Vor 10 Jahren ging die Nachricht von einer Massenentführung in Nigeria um die Welt. Und die ganze Welt nahm Anteil am Schicksal der Mädchen aus Chibok. In dem Ort verschleppten Terroristen der Boko Haram 276 Mädchen aus dem Schlafsaal ihrer Schule. Es gab internationale Solidaritätsaktionen unter dem Titel Bring Back Our Girls. Bis heute fehlt jedoch von fast 100 der Entführten jede Spur. Und praktisch täglich gibt es neue Entführungen. Weltweite Schlagzeilen macht das allerdings kaum noch. Für Nigeria ist es ein grausames Dauerthema geworden, wie Susanne von Lojewski berichtet.
Die Freude ist grenzenlos in einem kleinen Dorf im Norden Nigerias. Anfang März waren hier in einer Schule 287 Kinder entführt worden. Nun kehren die meisten wieder zurück. Wochenlang waren sie gefangen von einer der vielen kriminellen Banden, die im Distrikt Kaduna im Norden die Menschen terrorisieren. Wir haben nur zweimal am Tag etwas zu essen bekommen. Und vor dem Essen haben sie uns geschlagen. Wir wurden gezwungen, wie Frösche zu springen, bevor wir uns erleichtern konnten. Unser Lehrer ist so sehr von den Banditen verprügelt worden, dass er gestorben ist. Vor 10 Jahren löste die Massenentführung der Mädchen aus dem Dorf Chibok Entsetzen aus. Die Täter, Terroristen der Boko Haram. Sie wollten auch ein Zeichen setzen gegen die Bildung von Mädchen. Bis heute werden jeden Tag durchschnittlich 10 Menschen in Nigeria entführt. Inzwischen sind es meist lokale Kriminelle, die Banden bilden, denen es ausschließlich um Lösegeld geht. Ihre Opfer vor allem Schüler und Studenten. Die Nichte von Unidirektor Simon Wakscha und 4 weitere Kommilitonen wurden ermordet, nachdem ihre Familien das Lösegeld nicht zahlen konnten. Wenn du heute verreist, betest du, dass du dein Ziel erreichst. Es ist wirklich ernst. Die Regierung muss wirklich alles tun, um dieses Problem zu lösen, denn dieses Problem verursacht vielen Menschen Traumata. Die Täter ziehen sich meist in das Hinterland von Kaduna zurück. Eine Region, die von der Regierung vernachlässigt wird und in die eine schlecht ausgerüstete Polizei nur schwer Zugriff hat. Nicht nur der Sicherheitsexperte Dixon Osache fordert ein hartes Vorgehen der Regierung. Nigeria ist im Krieg. Und das muss die Regierung endlich begreifen. Sie muss jetzt alles in Bewegung setzen, das gesamte Militär Kriegszonen errichten, wo sie diese Menschen von Ost, West, Süd und Nord angreift und ihnen keine Gelegenheit gibt, zur Ruhe zu kommen. Solange aber nichts passiert, leben die Menschen in Kaduna weiter in Angst. Und mit der ständigen Sorge, dass auch ihre Kinder entführt werden. Jedes Mal, wenn sie in die Schule gehen, bete ich. Und erst wenn sie zurückkommen, finde ich Frieden. Eine Ausstellung erinnert an die 98 Chibok-Mädchen, die noch immer in den Händen der Boko Haram sind. Ihre Gesichter modelliert nach alten Fotos, denn vergessen werden sollen sie nicht. Ein harter Themenwechsel. Die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 3, 6, 10, 32, 33, 47, Superzahl 0. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und noch die Wetteraussichten. Morgen ist es erneut oft sonnig und trocken. Besonders im Süden scheint verbreitet die Sonne mit höchsten Temperaturen von 11 bis 17 Grad im Norden und 17 bis 28 Grad im Süden. Ab Montag stellt sich das Wetter um. Schauer und Gewitter ziehen auf und ab Dienstag ist es deutlich kühler als zuvor. 6 bis 18 Grad. Das war es erstmal von uns an diesem Abend. Weiter geht's zunächst im aktuellen Sportstudio und aktuelle Informationen zur Lage in Israel gibt es danach wieder. Ja, um 0:25 Uhr in der nächsten Heute Express. Bis morgen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.